Leder ist ja bekanntlich schwieriger zu bearbeiten als andere Stoffe. Wer genau dafür verantwortlich ist und wie das funktioniert, erfährst du jetzt. Fachkräfte für Lederverarbeitung sind dafür zuständig, Leder und andere Textilien für die weitere Verarbeitung vorzubereiten. Zum Beispiel, indem sie es zuschneiden, Löcher stanzen oder Ösen befestigen. Mit Hilfe einer speziellen Nähmaschine oder eines Nähautomaten nähen sie die so vorbereiteten Teile aneinander und bringen Ziernähte an. Zu ihren Aufgaben gehört es außerdem, Zubehöre wie Griffe, Reißverschlüsse oder Verzierungen anzubringen und die Waren nach Abschluss ihrer Arbeit zu kontrollieren und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Die Ausbildungsdauer beträgt 2 Jahre. Hier kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst im ersten Jahr mit 750 Euro und im zweiten Jahr mit 790 Euro rechnen. In diesem Beruf arbeitest du werktags und wirst vor allem in den Betrieben der Schuh- und Lederwarenindustrie eingesetzt. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Technikerin oder auch die Betriebsführung. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Die Ausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung läuft dual ab. Du verbringst deine Ausbildungszeit also nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule. Dort beschäftigst du dich im ersten Jahr damit, wie Leder und Textilien zugeschnitten, Einzelteile vorbereitet und Innenteile eingefügt werden. Im zweiten Jahr steht die Ausführung von Zier- und Spezialnähten und das Zusammenfügen von Außen- und Futterteilen auf dem Lehrplan. Außerdem beschäftigst du dich mit der Herstellung und Anbringen von Zubehören. Parallel lernst du im Ausbildungsbetrieb, Leder nach Art und Verwendungszweck zu unterscheiden und Werks- und Hilfsstoffe richtig anzuwenden. Darüber hinaus befasst du dich mit der Zuordnung von Einzelteilen und der Auswahl von Nähgarnen und Nadeln. Im zweiten Jahr steht im Betrieb das Zuschneiden und Ausstanzen von Werks- und Hilfsstoffen sowie die Anfertigung von Ziernähten auf dem Programm. Weiterführend beschäftigst du dich mit der Berechnung von Materialbedarf und Kosten und du lernst, wie du die Qualitätskontrollen durchführst. Zu Beginn des zweiten Jahres erwartet dich auch eine Zwischenprüfung, die aus der Anfertigung eines Prüfstückes und einigen schriftlichen Aufgaben besteht. Die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung ist ähnlich aufgebaut. Allerdings kommt hier noch ein Fachgespräch hinzu. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannte Fachkraft für Lederverarbeitung. Wenn du gute Noten in Mathe und Werken hast, bringst du schon mal einige gute Grundlagen für den Beruf der Fachkraft für Lederverarbeitung mit. Leider können wir dir keine verlässliche Auskunft darüber geben, welcher Schulabschluss zu empfehlen wäre, da es dafür in der Vergangenheit einfach zu wenige Azubis in diesem Beruf gab. Aber wenn du technisches Verständnis, eine gute Hand-Augen-Koordination und Spaß am Umgang mit anderen Menschen vorweisen kannst, stehen deine Chancen gut, ganz egal welchen Abschluss du hast. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.